Heute zeige ich dir, wie man diesen leckeren Kütöcskawatsch macht. Dafür brauchst du Zucker, Butter, Zimt, Vanillezucker und Hefeteig. Als erstes vermengst du den Zucker, den Vanillezucker und den Zimt. Danach schnappe dir ein Nudelholz und kleide es komplett mit Alufolie aus. Den Hefeteig schneide ich in dünne Streifen. Danach muss die Alufolie mit geschmolzener Butter eingepinselt werden. Schnapp dir deine Streifen und wickel sie dann um das Nudelholz. Dabei muss der Streifen leicht überlappen. Danach rolle mit leichtem Druck über ein Stück Backpapier, damit alles gut zusammenkleben bleibt. Streiche den Teig mit geschmolzener Butter und schütte die Zucker-Zimt-Mischung darüber. Lege das Holz auf eine Auflaufform und backe das Ganze bei 180 Grad erst 10 Minuten. Danach drehst du das Nudelholz und backst es für weitere 5 Minuten. Wenn es aus dem Ofen kommt, bestreiche es erneut mit geschmolzener Butter und streue dann eine weitere Schicht von dem Zucker-Zimt darüber. Danach kannst du deinen Striezel vom Holz lösen und genießen.